Ja. Aber ich glaube, der ist auch noch so ein bisschen geheim. Hallo Freunde! Heute setzen wir die Episodenreihe Reisen in Deutschland fort und machen einen Spaziergang durch die Innenstadt von Würzburg. Und ganz zum Schluss erwartet euch eine kleine Überraschung. Also bleibt bis zum Ende. Ich habe schon lange von meinen Freunden von der Schönheit dieser Stadt gehört und nun bin ich hier mit einer Kamera in meinen Händen. Schauen wir mal vorbei. Als ich ankam und mich ein wenig auf dem Bahnhofplatz umsah, fielen mir als erstes die bunten Straßenbahnen ins Auge. Irgendwie hat es durch die Fülle an Farben des Transportmittels sofort Spaß gemacht. Guckt mal selber! Im Allgemeinen wird dieses Thema den gesamten Film über relevant sein. Die Stadt beeindruckte sofort mit ihrem Stil. Hier sieht man sowohl die Stränge des Stils als auch die Vielfalt, eine lebendige und positive Atmosphäre. Antike Architektur sorgt für eine ganz besondere Stimmung. Zwar liegen einige der schönsten Objekte sozusagen eingezwängt zwischen den Häusern und können daher nicht in vollem Umfang genossen werden. Je näher ich am zentralen Platz und am Fluss war, desto voller und lebendiger wird es auf den Straßen. Manche feiern etwas mit Weingläsern in der Hand, manche essen gerade ihr Döner oder etwas anderes zu Ende und manche machen mit ihren Familien und Kindern eine Besichtigungstour. Guckt mal selber, wie schön diese Straßenbahnen sind. Für mich ist das wirklich eine Überraschung. Also, Würzburg. Was bedeutet eigentlich der Name dieser deutschen Stadt? Eine genaue Antwort auf diese Frage können Wissenschaftler bisher nicht geben. Historiker vermuten, dass es von der Festung Castello Würzburg stammt, die in einer Urkunde von 704 erwähnt wird. Dieses Jahr gilt als offizielles Gründungsjahr Würzburgs. Mittlerweile leben hier 135.000 Menschen. Würzburg ist die viertgrößte Stadt Bayerns. Würzburg kann man auch spielerisch als würzige Stadt bezeichnen. Leider habe ich da aber keine Gewürze gesehen. Schade. Die barocke Hauptattraktion der gesamten Region ist die bischöfliche Residenz Würzburg. Auf Russisch wäre das Würzburgskaja Episkopskaja Residenze. Versuchen Sie jetzt auszusprechen. Hat es geklappt? Die Residenz wurde 1981 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Würzburg liegt in einer malerischen Gegend am Main. Am rechten Ufer der Ebene liegt die Altstadt. Auf der gegenüberliegenden Seite erhebt sich die Festung Marienberg. Die Altstadt ist mit dem linken Ufer durch die massive Steinbrücke mit dem Namen Alte Mainbrücke verbunden, deren Stützen aus der Ferne ein wenig an Bingo-Fässern erinnern. Wenn man entlang des Flusses spaziert, möchte man einfach von oben auf diese Fässer schauen, um die herausfallende Zahl zu sehen.
Anstelle von Zeilen befinden sich jedoch ein Dutzend Skulpturen darauf. Mit versteinerten Blicken beobachten sie aufmerksam den Passantenstrom und posieren bereitwillig für die Kameras. Die bis heute erhaltene alte Mainbrücke wurde im 15. Jahrhundert erbaut. Wer sind eigentlich diese 12 Figuren auf der Brücke? Im 18. Jahrhundert wurden dort 6 Heiligenfiguren aufgestellt. Später 6 weitere historische Persönlichkeiten, Könige und Bischöfe, die die Geschichte Würzburgs geprägt haben. Beispielsweise Kaiser Karl der Große steht auch dort. Es ist eigentlich eine Würde, sich unter diesen Persönlichkeiten dort zu stehen. Insgesamt habe ich sehr gute Eindrücke über die Stadt bekommen. Und nun wünsche ich mir hier einen längeren Aufenthalt, damit ich alle Geheimnisse der Stadt enthüllt habe. Guckt mal, schon wieder und wieder sehe ich schöne Straßenbahnen, an denen ich nicht einfach vorbeilaufen kann, ohne sie aufzunehmen. Und nun, wie versprochen, wird es um die Überraschung gehen. In der Stadt habe ich eine coole Tanzgruppe getroffen, die mich so fasziniert hat, und ich habe den Wunsch bekommen, über die Gruppe hier zu erzählen. Modernes Tanztheater Fly. Hier studieren Kinder im Alter von 3,5 bis 12 Jahren, die nicht nur gerne tanzen, sondern ohne Tanz nicht leben können. Je älter man wird, desto mehr Kurse und Disziplinen gibt's. Die Mädels vertreten Würzburg und das Team regelmäßig und erfolgreich bei deutschen, europäischen und internationalen Meisterschaften in den Disziplinen wie Modern, Contemporary, Jazz, Acrobatic, Show, Lyrical, Hip-Hop, Commercial. Wir warten auf verantwortungsvolle, tanzbegeisterte Eltern und ihre talentierte Kinder für eine professionelle Ausbildung. Die Anmeldung erfolgt das ganze Jahr über, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen in Gruppen. Es spielt keine Rolle, welche Nationalität oder welche Muttersprache sie haben. Der Tanz und Musik bringen Menschen zusammen. Der Unterricht findet auf Russisch und Deutsch statt. Leitung: Christina Scheible. Alle Kontakte sind unter dem Video zu finden. Nun beenden wir unseren Spaziergang durch die Stadt. Liebe Freunde, seit kurzem ist Sponsoring auf meinem Kanal möglich. Alle von euch gesponserten Mittel fließen ausschließlich in die Entwicklung des YouTube-Kanals und den Kauf der notwendigen Ausrüstung. Mein Traum ist es, eine Drohne zum Filmen zu kaufen. Wenn ihr euch entscheidet, Sponsor des Projekts zu werden, bin ich mir sicher, dass es uns zusammen keine Hürden im Weg stehen werden. Ihr könnt ein Abonnement auswählen, das zu euch passt, und ich werde versuchen, eure Erwartungen zu erfüllen. Wir sehen uns und passt auf euch auf!